Wunderbares, ein Bauwerk der Natur, aus Kalk kein Kunstwerk nur, willst dieses Kunstwerk sehen. Ja. Ja, herzlich willkommen auf 900 Meter Seehöhe. Ich bin für alle der Fritz. Wenn es eine Frage gibt, Fritz-Fragen, ich werde nach bestem Wissen und Gewissen euch Rede und Antwort stellen. Wir schauen uns, bevor wir losstarten, eine Originalskizze noch an, die von den Entdeckern, vom Hermann und von der Regina Hofer gezeichnet worden ist. Es ist nicht maßstabsgetreu, trotzdem hat man eine ganz gute Vorstellung, wie ungefähr ein Schnitt durch diesen Berg hier dann ausschaut. Wir stehen hier vor dem Eingangsportal, 900 Meter Seehöhe, und die erste Halle, die Eingangshalle, die ist früher schon auch besucht worden. Die Leute sind ganz gerne hergekommen, haben einmal ein Picknick gemacht beim Katerloch. 1841 hat der Josef Kubasek ein Picknick hier porträtiert. Und im unteren Bereich dieser Eingangshalle und nur dieser oberste Bereich war das Katerloch damals, hat man Steine als Höhepunkt des Besuchs in ein schwarzes Loch hineingeworfen. Man hat dann gelauscht, wie lange poltern sie. Die Steine poltern den Eulenschacht hinunter und landen dann alle im Dom, am Marteldom, wie wir ihn nennen. Die ersten Höhlenforscher sind dann 1899 mit Strickleitern hinuntergeklettert. Und dann der Namensgeber, der sitzt bei uns auch auf den Führerjacken drauf. Es ist symbolisch als Eule dargestellt. Die männliche Eule heißt bei uns in der Region seit eh und je der Eulenkater. Wenn die Bevölkerung beobachtet hat, da fliegt so ein Eulenvogel beim Loch im Berg hier ständig aus und ein. Dann haben die Leute gerufen, schaut's, der Kater fliegt schon wieder ins Loch im Berg. Und das Loch im Berg, das war getauft als Katerloch. Ja, so ist der Name entstanden. Herzlich willkommen in dieser anderen Dimension von Tropfsteinen. Eine für Österreich wirklich absolut unerreichte Dimension an Tropfsteindichte. Ja, da im Schauhöhlenbereich erinnern, und die Entdecker, die haben hier wirklich gejubelt, und damals in den 50er Jahren, Anfang der 50er, wie sie hereingekommen sind, da muss man schon weit reisen im Reich der Tropfsteine auf dieser Erde, um ein zweites Mal eine solche Dimension an Tropfsteinen vorzufinden. Stalagmiten, und am Grund ein kleiner See, steht der Tropfen mit dem Kalkstein, und der Tropfstein wächst in Höhe. Kaum zu glauben, dass es wahr ist, aber stimmen tut es doch. Dieses Wunder der Natur findest du im Katerloch. Aber das Spannende, diese ganze Kerze, obwohl der Wassertropfen hier sich um ein paar Zentimeter verschoben hat und für weiteres Wachstum gesorgt hat, die ganze Kerze ist noch keine Säule. Es ist noch immer ein Stalagmit, ein Bodensapfen, da fehlen noch ein paar Zentimeter, die steht tatsächlich frei her. Cattle needs a few centimeters to reach the ceilings. Wenn ihr da nach oben schaut, das ist eine Verbindung von einem Kalkvorhang mit einem Stalaktit. Wir nennen das dann eine Sinterfahne oder Fahnenstange. Ja, Millimeter fein, dass der Vorhangbereich hauchdünn, der Wassertropfen rinnt an der Kante entlang, und dann geht es senkrecht nach unten und der Zapfen, der wächst dann dran. Stalaktiten, Stalagmiten, und am Grund ein kleiner See, steht der Tropfen mit dem Kalkstein, und der Tropfstein wächst in Höhe. Kaum zu glauben, dass es wahr ist, aber stimmt.